Drei, zwei, eins, go. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich möchte heute über das Thema Saatgut sprechen. Ist jetzt vielleicht überraschend, warum jetzt Saatgut? Ich finde das ein spannendes Thema. Persönlich weiß ich wenig darüber, aber diese Zusammenhänge sind mir klar. Wenn man etwas essen will, muss man es zuerst säen. Und da stellt sich ja die Frage, wer kontrolliert das Saatgut? Sind es die großen Konzerne? Sind es die Bauern hier in der Region? Zu diesem Thema möchte ich mit Leo Simmer sprechen. Er kennt sich aus in Permakultur. Wir sind hier in der Ecke Vorarlberg. Er ist Österreicher. Leo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Daniele. Es ist mir eine Freude. Und mit Rainer Brotfuß. Rainer, du bist auch hier an der Ecke im Bodensee. Du bist Deutscher. Leo, du bist Österreicher. Ich bin Schweizer. Rainer, schön, haben wir hier ein Dreiländereck-Treffen organisieren können. Ja, freut mich sehr. Vielleicht, um einzusteigen, Saatgut, warum ist das überhaupt wichtig, Leo? Ja, wie du anfangs schon gesagt hast, alles, was wir essen oder was Sie gegessen haben heute Morgen oder Mittag oder gestern, kommt aus diesem Körnchen raus, aus diesem Saatgut raus. Und wie wir wissen oder vielleicht auch nicht so gut wissen, haben in den letzten Jahren, das ist so ein schleichender Prozess, haben die multinationalen Großkonzerne, nehmen uns das biologische, gute, wiedervermehrbare, das heißt samenfeste, alte Saatgut weg und tauschen das aus gegen nicht wiedervermehrbares Saatgut, genmanipuliertes Saatgut. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir für die Zukunft sehen. Also die nehmen das weg. Also wie Ja, nehmen die die es weg? tauschen das Wenn einfach ich aus, ja. einkaufen gehe, ist immer noch genügend Essen da. Warum merke ich das nicht? Ja, schon, aber Daniele ist so, wir befinden uns wirklich in einem Fremdversorgungssystem. Derzeit ist es so, dass eine Handvoll Konzerne weltweit 75% vom weltweiten Saatgut steuern. Okay. Über 90% der Biodiversität, die ist weg, ist futsch, gibt es nicht mehr. Und das ist für uns ein ganz ein wichtiges Thema und darum haben wir uns entschlossen, hier in Vorarlberg als sozusagen ein Pilotprojekt, ein Saatgutvermehrungsprojekt mit einer eigenen Saatgutbibliothek dann. Eine Saatgutbibliothek in Österreich ist da am Entstehen. Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du gesagt Garten Eden. Das ist der Name. Könnte man auf dem Internet eingeben, Garten Eden, wenn man da mehr darüber wissen will. Garteneden-projekt.at Ja. ist gleichzeitig unser gemeinnütziger Verein, bei dem ich der Präsident da bin. Und wir haben alle ehrenamtliche Menschen, die hier immer mehr werden. Und dieses Thema brennt ganz vielen Menschen. Immer wenn ich die letzten Jahre mit professionellen Saatgutzüchtern geredet habe, und die gefragt habe, ja, findet ihr das nicht wichtig, dass man da mal so ein Saatgutvermehrungsprojekt mit der Bibliothek, ja, das wäre selbstverständlich, ganz, ganz, ganz wichtig, aber keiner hat es in die Hände genommen. Und darum haben wir jetzt letzten Monat, am 22. April, den Film von Vandana Shiva in einem Kino gezeigt und der war knallvoll, der Kinosaal. Und daraus haben wir 40 Aktivisten oder aktive Menschen rausbekommen, die sich am 14. Juni hier im Vereinslokal getroffen haben und bereit sind, jetzt jeder zum Beispiel zwei oder drei Kulturen weiter zu vermehren. Ja? Interessant. Es ist ja schwierig, wenn man alles, wenn einer alles machen muss. Somit haben wir gesagt, wenn jeder zwei Sorten, wenn du zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, Daniele, könntest du Kohlrabi und Kopfsalat Ja, aber vermehren? Leo, ich habe keinen grünen Daumen. Ich bin da immer am Bücher schreiben und Ja, das wird wohl eingehen, dann weil ich zu würdest du wenig deine Wasser trinke. Frau, Aber meine Frau wäre deine Frau sehr ist gut. Die es, kann das okay, gut, ja. dann könnte deine Frau, bin ich mir ganz sicher, in kürzester Zeit ein Mikrostudium von 4, 5 Tagen und sie wüsste, Und wie man vielleicht könnte zwei ich die Sorten. Kakteen machen. Ich glaube, das schaffe ich. Oder der Rainer, ich glaube auch, oder? Jeder von uns, auch wir Männer, könnten das. Saatgutvermehrung ist keine Hexerei. Es ist schon, es gibt so mehrjähriges Saatgut wie Karotten zum Beispiel. Ja. Die kannst du nicht im selben Jahr das Saatgut gewinnen. Ja? Ja. Das muss im nächsten Jahr drauf. Aber wie gesagt, das ist keine Hexerei. Aber Jeder die kann. Idee, Lea, dass man am Schluss das Saatgut wieder hat, dass der Bauer, dem gehört das Saatgut, der Gemeinde und es gehört nicht den Konzernen. Ist das der strategische Punkt? Genauso ist es. Wir wollen unabhängig werden. Also Unabhängigkeit, es geht um Unabhängigkeit, es geht um Freiheit, es geht um Ernährungs.
Souveränität, Reinhard, das sind ja ein bisschen deine Themen. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Wie wichtig ist es eigentlich, Souveränität im Bereich Lebensmittel zu haben? Ist das, übertreibt jetzt hier der Leo? Ist das jetzt eine österreichische Idee? Oder ist das auch für Deutschland und für die Schweiz wäre das eigentlich relevant? Hast du da ein Auge drauf, auf das Thema Lebensmittelunabhängigkeit? Ich habe das Thema auch schon seit wirklich vielen Jahren verfolgt. Ja. Und 2007 hat der Spiegel gemeldet, dass Bill Gates die größte Saatgutbibliothek aufgebaut hat der Welt in Spitzbergen. In Norwegen oder wie? In Norwegen, genau. Okay. Weil es dort eben sehr kalt ist, lassen sich die Samen dann gut einlagern, kühlen und konservieren. Und ich denke, das ist gar nicht so schlecht als Strategie, immer so ein bisschen zu schauen, was macht Bill Gates. Denn der versteht scheinbar sehr, sehr gut, was sind so die neuralgischen Punkte, wie die Gesellschaft gemanagt wird, globale Prozesse etc. Da mischt er sich ja sehr gerne ein. Das wissen wir ja seit Corona mittlerweile. Er ist übrigens auch der größte landwirtschaftliche Grundbesitzer in Amerika. Richtig, genau. Das ist nochmal so ein Punkt. Nahrungsmittelversorgung ist also durchaus ein wirkliches Kernthema. Mhm. Es hat zu tun mit letztendlich auch Freiheit. Warum? Ja, wenn eine Bevölkerung sich selbst ernähren kann, ohne dass sie auf große Lieferketten, internationale Verflechtungen angewiesen ist, auf die Gunst von Konzernen, von Düngemittelproduzenten, es wird ja alles global gehandelt, dann ist diese Bevölkerung eigenständig, ist auch nicht erpressbar, ist im Krisenfall abgesichert. Und es ist einfach eine Beobachtung von mir gewesen, schon seit Jahren, dass in der gesamten Welt vor allem das Kleinbauernwesen völlig unter Druck ist. Und man fragt sich immer, warum wird das immer weiter fortgesetzt, dieses Squeezen der kleinen bäuerlichen Betriebe. Das heißt eigentlich immer, wachse oder weiche. Also entweder du wirst zum Großkonzern oder verschwinde halt vom Markt. Also man will die Kleinbauern nicht. Richtig, auch genau. Auch in Deutschland, man will sie nicht, oder? Richtig. In Bayern zum Beispiel sind seit dem Zweiten Weltkrieg 90% der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden. Das heißt nicht, dass die Anbaufläche so viel geringer geworden ist. Sondern aber es konzentriert gibt einfach, sich auf genau, groß, eine wahnsinnige Konzentration, es gibt eine Fusionierung, es gibt einfach ein System, was immer mehr industrialisiert wird und dadurch natürlich auch auf solche zentralen Versorgungswege angewiesen ist, wie zum Beispiel Saatgut kommt eben nicht mehr aus der eigenen Reproduktion, sondern kommt von Konzernen. Und das ist ein weltweiter Prozess, das läuft in Indien genauso. Die ganzen internationalen Konzerne genau, haben die ganze Welt im Blick in dieser Hinsicht. Und für mich ist es letztendlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden können muss, auch lokal. Und es würde faktisch nicht mehr funktionieren. Also man weiß, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, da waren noch rund 25-50%, je nachdem, ob in größeren Städten oder auf dem Land, der Menschen in der Lage, ihre eigenen Lebensmittel zu produzieren. Ich glaube, heute wären es gerade mal noch 5% in Deutschland. In Russland zum Beispiel sind es noch rund 90% der Bevölkerung. Dort hat es noch viel stärkere Traditionen. Also das heißt, Krise, Deutschland würde verhungern, gerade in den großen Städten käme es zu Aufruhr und Rebellion, weil kein Essen mehr in den Regalen ist. Und in anderen Ländern wäre eben diese Versorgung noch zu gewährleisten. Also von daher ist es für mich, ich bin ja Geopolitik-Analyst eigentlich. Und für mich ist das wirklich eine Sicherheitsfrage. Ist die Ernährung noch durch kleine, dezentrale Gemeinschaften zu regeln oder nicht? Ich kann dir auch sagen, hier in Vorarlberg zum Beispiel, wir können uns selber nicht ernähren. Eben, das wollte ich gerade fragen. Ich wollte fragen, also weißt du, wenn ich jetzt hier durch Vorarlberg fahre, dann sehe ich da einen Bauernhof, dann sehe ich da einen Bauernhof und dann habe ich das Gefühl, aber es ist ja nur ein Gefühl, dass natürlich die Nahrungsmittel hier produziert werden und dass sozusagen genau, das die Sicherheit Gefühl. Ist nur ein Gefühl. Was sagen die Zahlen? Ja, du kennst dich gut aus. Schau mal, die Zahlen, es ist so, wie der Rainer hier sagt, in Deutschland, es sterben immer mehr Kleinbauern weg, die Großen werden immer mehr subventioniert und die sind abhängig, die müssen halt genau das machen, für das, was sie Subventionen kriegen. Bei uns zum Beispiel in Österreich ist es halt oft mal diese Milchkreislaufwirtschaft. Gell? Mhm. Milchkreislaufwirtschaft, das Futtermittel kommt aus irgendwo Südamerika, die Kühe werden mit diesen
genmanipulierten Futtermittel gefüttert und wir produzieren einen Überschuss an Milchpulver, das nach Asien oder nach Afrika geliefert wird mit hohen Exportförderungen und dort in diesen Ländern die Strukturen zerstört. Ja? Mhm. Da haben wir sicher 250% ungefähr an Milch und das wird natürlich stark gefördert. Wenn diese Bauern... Aber warum wird denn dein Projekt mit dem Saatgut nicht gefördert? Ja, das wäre doch im staatlichen Interesse. Wir würden jetzt mal uns wünschen, dass ein Daniele Ganser in die Politik kommt und das ich ganz gehe aber nicht in die Politik. Könnte. Ich stelle ja. die Fragen, ich analysiere. Aber ja. ich meine, also nur, dass ich das nochmal zusammenfassen noch mal kann. Ja. Der Vorarlberg könnte sich nicht selber ernähren. Nie im Leben. Also wir können uns gerade mal mit... Schweinefleisch, Rindfleisch, 12% und 18% sind da ungefähr die Zahlen. Gemüse vielleicht 7, 8, 9%. Das Getreide, ist auch nicht die Hälfte. 2, 3% ist nirgends. Und es, wir wissen auch, dass es utopisch ist, dass wir uns komplett ohne diese Konzerne. Aber wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da eine Kurve kriegen und jährlich immer mehr wieder Eigenversorgung reinkriegen. Und was kann jetzt der Einzelne tun, der sagt, okay, ich finde das ein spannendes Projekt, Saatgut. Ich wiederhole es nochmal, Saatgut wird im Moment zu einem großen Teil, du hast gesagt, 3/4 wird von den großen Konzernen verwaltet. Wenn ich das richtig verstehe, der einzelne Bauer kann nicht am Schluss, wenn die Erntezeit vorbei ist, einen Teil des Saatgutes auf die Seite tun. Und dann wieder aussehen? Oder kann er das immer noch? Oder muss er immer wieder neues Saatgut kaufen? Er könnte theoretisch ja schon. Das Wissen, dieser Wissenstransfer findet ja auch gar nicht mehr statt an die nächste Generation. Das, was wir im Garten-Eden-Projekt machen, ist natürlich ein, das besteht aus verschiedenen Elementen. Ja. Du bist ja Permakultur-Spezialist. Ja, Spezialist. Wir arbeiten natürlich nach den Grundsätzen der Permakultur. Yeah. Weil für uns ist die Permakultur Champions League, das ist die oberste Liga. Gell? Yeah. Ein Permakulturist wird sich auch nie selber den Boden vergiften oder die Lebensmittel vergiften. Yeah. Verstehe ich ja sowieso nicht, also auch warum man da Glyphosat oder sowas in die Lebensmittel reinspritzt. Yeah. Und dann noch isst. Ja. Aber man, ihr in der Permakultur, ihr nutzt das Saatgut, das sozusagen aus der letzten Ernte war, natürlich, für die nächste. Natürlich ist das Aussaat. Das Ziel. Auch, ich bin ja auch ein Quereinsteiger, Daniele. Ich bin im Lebensmittelhandel aufgewachsen und vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, habe ich mich entschlossen, weil ich gesehen habe, so geht es echt nicht mehr weiter. Mhm. Da wird was kommen und wir werden selber wieder uns Gedanken machen müssen, wo kommen unsere Lebensmittel her? Ja. Und natürlich die Lebensmittel im Saatgut, ja. Und wie kommen wir wieder zum eigenen, unabhängigen, guten Saatgut? Samenfesten, wiedervermehrbaren Saatgut. Und wenn ich jetzt die Sandra Müller bin, ich höre dieses kurze Gespräch und ich sage, ey, da will ich mich einklinken, was kann ich konkret, weil viele Menschen kommen zu mir und sagen, okay, ja, ich weiß, es gibt viele Probleme auf der Welt, ich wäre gern Teil der Lösung, was kann man tun? Das ist genau das Problem, Teil der Lösung zu werden, weil ganz viele sagen, naja, da kann man eh nichts tun, die sind eh schon so groß, da ist ja eh schon so weit fortgeschritten, da kann man ja als Einzelner gar nichts machen. Und genau um das geht's. Wir müssen uns zusammenschließen wieder. Und hier mit diesem Garten-Eden-Projekt, mit diesem Verein, den wir da gegründet haben, versuchen wir genau diese, nicht versuchen, wir machen es, genau diese Elemente zusammenzubringen, die wir brauchen, um am Schluss ein Resultat zu erzielen. Und da braucht es Menschen. Und jeder kann im Bereich seiner Möglichkeiten etwas dazu beizutragen, ein kleiner Teil der Lösung zu werden. Ich kann jetzt hier für unser Projekt sprechen. Wir machen jeden Monat hier eine Infoveranstaltung, wo die Leute reinkommen können in unser Vereinslokal und dann erklären wir, wo sie hier mitarbeiten können, wo sie mitmachen können. Jeden Monat? Jeden Monat. Erste Donnerstag. Und in welchem Ort? Hier in Lautrach. In Lautrach. Ja, hier in Lautrach. In Österreich, in Vorarlberg, genau. In Lautrach, einmal pro Monat. Und da kann man ein Mail schicken und sagen, das Thema interessiert mich. Das steht bei uns auf der Homepage oben, wenn wir das machen immer, bitte Mail schicken, wer sich da wirklich interessiert, der dann wirklich auch in seiner Gemeinde etwas tun möchte, weil er dieses Bewusstsein jetzt erfahren hat. Und auch, ich sage immer, Bewusstseinsbildung ist eine gute Sache, gell? Mhm. Aber nach dem Bewusstsein sollte auch Bereitschaft kommen, ja. Aber jetzt die Schweizer Grenze, das sind nur ein paar Kilometer, dürften die auch kommen oder ist es nur für Österreicher? Schau mal, das Projekt, was wir hier machen, das ist weltweit anwendbar. Okay, die Schweizer dürften auch kommen. Das aber, und die Deutschen auch. Das wäre die Frage. Wenn Sie sich hier so ein Dreiländereck... Ihr als Nachbarn sowieso herzlich willkommen. Also, selbstverständlich. Und auch die Amerikaner und auch die Russen und auch die Afrikaner. Jeder, der in dieser Menschheitsfamilie lebt, wie wir alle hier leben. Und es ist für jeden so wichtig. Das war mir sehr wichtig. Vielen Dank, Leo. Zum Abschluss, Rainer, kannst du dir vorstellen, das wäre vielleicht auch etwas für die Jungen und für die Schulen. Hast du da einen Blick? Ist Saatgut etwas, das an den Schulen diskutiert wird?
Ja, ich denke, dass das genau der Ansatz wäre. Mhm. Wir müssen ja schauen, dass dann solche guten Ideen und Projekte auch aus der Nische rauskommen, ja, von den wenigen interessierten Aktiven. Die sollten ja eigentlich nur die Zugpferde sein. Aber die Frage ist, wie bringt man dann die Gesellschaft mit rein? Und ich glaube, dass das eine total tolle Erfahrung sein könnte, wenn man an Schulen dann auch reingeht und sagt, lasst uns das zusammen machen. Wir betreuen euch beim Anlegen von Schulgärten. Und dass einfach dann wirklich jeder Schüler auch mal, ja, gesehen hat, wie geht diese Samennachzucht, genau, wie wächst so eine Pflanze, wie schmeckt es dann, wenn man das selber geerntet hat, dass es erfahrbar, erfassbar wird und dass es in die Breite gehen kann. Weil die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass die Politik einfach komplett die Weichen auf die falsche Richtung stellt und sagt, wir wollen Kommerzialisierung, wir wollen Konzentration, auch Machtkonzentration in dieser Frage und wir rudern da dagegen. Und das müsste das Ziel sein, dass man zumindest dann viele Menschen mit einbindet. Aber ansonsten ist tatsächlich Bewusstsein gefragt, dass dieses politische Thema überhaupt auch gesetzt werden kann, dass da das Rad wieder zurückgedreht wird. Weil das kann nicht sein, Lebensmittel sind ein öffentliches Gut. Also das kann nicht sein, dass es in den Händen weniger landet, die dann letztendlich uns erpressen können. Das haben wir jetzt in genügend Bereichen schon gesehen, wie an unsere Freiheit rangegangen werden soll, die Freiheit des einzelnen Bürgers. Das ist ja nur ein Mosaiksteinchen in einem größeren Plan, so sehe ich das. Wir können nicht warten, rein. Genau. Wir müssen uns selber in die Hände nehmen, mhm, und das uns selber wieder zurückholen. Genau. Und das, genau, mit den Schulen ist ein ganz wichtiges, extrem wichtiges Läuft Thema. Da schon was auf Ebene? Ja, natürlich, Ebene, ja. Ja, ja, klar. Also wir müssen es da rein auch irgendwie so sehen, damit es das alle verstehen. Das eine ist, wir kümmern uns um dieses wichtige Saatgut wieder selber, dann haben wir das Saatgut, dann nehmen wir das Saatgut und versuchen das in die Solawis, in die solidarischen Landwirtschaften reinzubringen, damit diese solidarischen Landwirtschaften, die ja Lebensmittel im Dorf fürs Dorf produzieren und damit auch einen riesengroßen Teil für den Umweltschutz beitragen, Lebensmittel ohne Kilometer. Solawis heißen die. Solawis. Gibt es das nur in Vorarlberg oder gibt es das auch bei uns in der Schweiz? Es gibt auch in der Schweiz, es gibt ganz viel in Deutschland. Kenne mich einfach nicht aus. Das ist in Österreich 50 ungefähr, ja, stark, ja, wachsend. Ja. Das ist, also ich kann jedem empfehlen, bitte schaut's mal in eurer Nähe, wo ist das nächste Solawi? Ja? Solawi. Solawi, solidarische Landwirtschaft. Ah, und da kann man einfach mal hingehen und mitmachen und sich erkundigen. Das ist ja so schön, dass auch so gute Dinge passieren. Ist, ja? Und du da, sagst, da geht's wieder mit den Schulen. Da können wir sagen, da reinnehmen. Man kann die Schulklassen und es sollte in jedem Dorf, in jeder Stadt sollte es so ein Solawi geben. Mhm. Und da kann man diese Schulklassen gleich da einbinden, mit denen diese Anzucht auch machen, spielerisch machen. Das kann man. Da gibt's einen Naturpädagoge, Joseph Cornell, der ist wunderbar. Der hat 100 Spiele in seinem Buch, wie man Kinder motivieren, begeistern kann, dass sie nach Hause gehen, dass dann Oma und Opa weitererzählen wollen. Sensationell. Und das kann man da einbringen und die Kinder könnte man dann mit diesen Pflanzen in die Solawis, mhm, mit reinnehmen. So schließen sich die Kreisläufe, gell? Ich finde das einfach so ein schönes Bild, weißt du, wenn du einen Samen hast, die sind ja klein, die sind richtig klein, dann sagst du, aus so einem Samen entsteht, ich weiß nicht, eine Eiche oder es entsteht eine Rübe oder es entsteht ein Apfelbaum und die Samen sind so klein. Und ich glaube, das ist für die jungen Menschen, das ist auch für uns interessant, aber für die jungen Menschen ist es speziell schön, weil nichts zeigt mehr, was für Potenzial in etwas Kleinem schlummert. Weißt du, ich meine? Die wissen auch, wo das wieder herstammt. Die meinen ja, das kommt wirklich aus dem Supermarkt. Ja, eben. Und da bin ich froh, da bin ich ja froh, dass du dich engagierst, weil wenn die sich dann einbringen, die können das live sehen. Also für mich zusammengefasst, Saatgut ist ein Top-Thema. Über Saatgut sollten wir sprechen. Es gibt verschiedene Aktivitäten. Es gibt Garten Eden. Es gibt die Frage nach der Freiheit, die Frage nach der Unabhängigkeit. Ich würde es gerne an dieser Stelle abschließen. Deine letzte Bemerkung rein und dann ich vielleicht deine letzte Frage, Bemerkung. Hätte ich jetzt gehabt. Ja. Wenn es Leute gibt, die vielleicht kein ähnliches Projekt in ihrer Nähe haben, die sehen den Beitrag über YouTube, wie können die Saatgut beziehen, wo sie wissen, das ist, du hast vorhin den Begriff gesagt, sortenecht oder wie sagt man da, das ist auch samenfestes Samenfest, ja, dass es sich auch wirklich fortpflanzen kann, dass es nicht schon genmanipuliert ist, dass es nicht das Terminator-Gen drin hat, genau, dass ich nicht vielleicht eine Strafe kriege, weil ich ein Saatgut weit vermehrt habe, wo irgendein Konzern schon ein Patent drauf hat. Ja, da ist also wo kann ich in den Laden gehen und mir vielleicht auch selber helfen und solches Saatgut finden? Gibt es ein Qualitätskriterium, was draufgedruckt ist? Es gibt natürlich diese Firmen, die das jetzt noch produzieren, so Demeter-Saatgut wie
Reinsaat, man kann das im Internet eingeben und da kommt man schon noch zum paar so einen biologischen Produzenten hin, ja. Aber die sind auch gefährdet. Weißt du, wie alles gefährdet ist? Die Konzerne, die schlafen nicht, die übernehmen einfach schon langsam. Und wir müssen wieder schauen, dass wir es selber machen können. Ja, also es gibt im Internet einfach biologisches Saatgut, Demeter vielleicht noch hinzuschreiben, finde ich, ist derzeit das Beste vielleicht, ja. Archenoa in Österreich gibt es auch natürlich. Aber schlussendlich, wir werden nicht dran vorbeikommen, wir müssen uns selber darum kümmern. Und das ist ja das Anliegen, was wir haben, dass die Leute wieder regional solche Bibliotheken aufbauen. Kleine Zellen, ganz viele, so wie ein positiver Flächenbrand. Also du siehst eigentlich eine Welt mit verschiedenen Saatgutbibliotheken an ganz verschiedenen Orten. Und Solavis und Bodenfruchtbarkeit mit Kompostierung, wo die Leute ihre organischen Abfälle daheim, alles was organisch ab, mit in Solavi nehmen. Und ist ja möglich, oder? Kompostieren. Ist ja möglich. Wunderbar, das haben wir alles ausprobiert schon. Okay. Und was wäre dein Schlusswort, wo du sagst, das ist mir wichtig? Sich vielleicht überlegen, was die Prioritäten von jedem Einzelnen für die Zukunft sind. Ja. Ob wir vielleicht wirklich ein kleiner Teil unserer Zeit für das einsetzen wollen, dass die Lebensgrundlagen der nächsten Generationen auch eine Chance haben. Ja. Weil wir haben gut gelebt hier bei uns, wirklich die letzten 30, 40, 50 Jahre. War schon sind wir schon 50 Jahre dabei, oder? Ja, genau. Ich bin übrigens der Älteste. Ah, ja, gemerkt, ja. Aber und das wäre ein Ziel und ein Wunsch, dass auch die nächste Generation und die nächsten Generationen da. Und darum ist dieses Saatgutthema sehr wichtig. Danke, Leo. Rainer, was ist deiner Meinung nach wichtig noch zu sagen? Ja, ich würde sagen, das ist ein Zukunftsthema und wir nehmen das viel zu selbstverständlich, dass wir immer satt sind und einkaufen können, was uns schmeckt und was wir brauchen. Ich denke, dass wir uns da tatsächlich besser aufstellen sollten. Jeder schließt Versicherungen ab und denkt an alles Mögliche, aber dass die Nahrungsmittel wirklich gesichert sein müssen, krisenfest, konzernunabhängig, von der Politik nicht crushbar, das halte ich für ganz essentiell. Also da müssen wir wirklich aktiv werden, wenn wir es noch nicht waren und da mache ich gerne mit. Wie du sagst, wir haben für alles eine Versicherung. Wenn mir die Fensterscheibe bricht, bin ich versichert. Aber das Wichtigste, das sind unsere Lebensmittel fast. Gell? Lebensmittel, Wasser, Liebe, Luft, da sind wir nicht versichert. Da denkt man gar nicht. Es war immer da und da ist ein bisschen ein Problem. Ja. Also ich finde das super, Leo, dass du das machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte darum das Thema Saatgut auch hier in diesem Video nochmal ganz nach vorne drücken. Für diejenigen, die sich angesprochen fühlen, einfach Saatgut, Saatgutbibliothek, Garten Eden ist ein Stichwort. Danke dir ganz herzlich, Leo Simmer, für dieses Dank, Gespräch. Vielen Dank, Rainer Rothfuss, danke, vielen Dank. Danke dir auch. Das fand es vor allem schön, viel Erfolg. Wenn ein Deutscher, ein Österreicher und ein Schweizer hier am Bodensee zusammenkommen und über dieses Thema sprechen. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden. Und tschüss.